sind wieder zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Und in der letzten Folge haben wir den Minotaurus endlich besiegt. Und jetzt machen wir einfach in unserer Mission hier weiter. Und zwar die Mission hier um Cleon. Wir müssen ja Cleon irgendwie überführen. Und da bin ich auf jeden Fall schon mal jetzt hier im Startgebiet, wo die Mission losgeht. Und wir sollen mal Icarus rufen und ja. Ne? Hier muss der Cleon. Das hier sieht mir sehr nach Cleon aus. Genau, der wird aber überall bewacht hier. Oh, überall fette Soldaten. Fett. Und zwei Söldnerränder unten rum. Das wird haarig. Das wird so haarig, wird das, ey. Weiß echt noch nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe echt keinen Plan. Ich kann jetzt da runterspringen. Da sind wir auf jeden Fall noch safe. Und dann wird es aber schon schwierig, ja, für uns. Kann ich irgendwie mit Icarus ein bisschen was tun? Luftangriff ein bisschen abzulenken oder so, keine Ahnung. Ah, so war das. So war das, ja? Hä? Okay, hat irgendwie nicht ganz geklappt. Scheiße, was mache ich nun? Ich würde mal. Du bist hier nicht befugt. Vielleicht hat es keiner gesehen, ich weiß es nicht. Oh, das wird so schwierig, ey. Da sind nämlich auch noch Soldaten. Oh, wird das schwierig, da hinzukommen. Aber gut. Warte mal, das sind zwei. Die gucken auch in meine Richtung. Ich weiß nicht, ob ich die mit einem Attentat wegkriege. Das ist das große Problem, was ich habe. Ich könnte auch versuchen. Was war das? Gar nichts. Da ist einer, da sind zwei. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt. Hier schon ein Söldner in der Nähe. Hinten ist ja noch einer. Oh, sind das viele. Ich habe keinen Plan, ob das jetzt eine gute Idee ist hier, was ich gerade mache. Nee, ich will gerade mal keinen Kettenangriff machen. Ich versuche mich irgendwie. Außen anzuschleichen. Ich muss mich jetzt hier nicht mit allem prügeln. Das ist halt das große Problem. Weißt du? Ja, das sind echt viele, die da stehen. Kann mich hier oben irgendwer sehen? Ich glaube nicht. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Also ich hoffe es zumindest, dass mich hier gerade keiner sieht, wo ich gerade stehe. Irgendwie in das Haus rein. Ich weiß nicht, gibt es hier noch einen Seiteneingang? Ja. Ah, da vorne ist die Söldnerin. Wäre schon nicht verkehrt, wenn man die vorher ausschalten würde, ja. Okay, warte mal, wir... Das wird echt ein zu krasser Kampf. Das sind zu viele Leute. Was interagieren? Schlammspuren. Stammen vermutlich von jemandem aus dem Garten.
Ah, okay, wir müssen hier wieder was erkunden. Was, was? Ach, der ist draußen, ja? Okay, ich habe erst gedacht, der ist hier drin, ne? Diese Schaufel wurde kürzlich benutzt. Brief an Cleon. Ich hoffe, die kommen hier nicht rein. Um den Schlüssel zu bekommen, muss ich diesen Phaelos finden. So, wieder ein Erkundungsgebiet. Warte mal, hier hinten sind wir, glaube ich, ziemlich... Hier hat offenbar jemand gegraben. Verschlossen? Was? Ach, eine verschlossene Truhe. Okay. Warte mal, wir müssen jetzt woanders hin, ja? Da hinten. Aha. Okay, wir brauchen also den Schlüssel, um an diese Truhe ranzukommen anscheinend. Okay, 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 okay. Habe ich verstanden? Die uns noch nicht gesehen haben. Alter, das wäre echt ein böser Kampf, wenn man jetzt gegen die alle kämpfen würden. Oh. Komm mal her hier, mein Freund. Du sollst bloß nicht anfangen, hier irgendwelche Leute noch irgendwelche Leute hier anzutrommeln. So. Okay, schnell weg. Nehmen wir auch mit, so. Noch in unsere Richtung, ja. Wir sind da. Warte mal, wir können doch hier. Genau so machen wir's. Als wenn die immer wissen, wo wir sind, ey. Als wenn die immer wissen, wo wir sind, habe ich das Gefühl. Alle beide hier in der Nähe, ja. Von ihm müssen wir den Schlüssel besorgen. Weiß ich nur nicht, müssen wir ihn töten? Können wir ihn einfach bestehlen? Oder was machen wir mit ihm? Jetzt ist natürlich gerade hier ein Söldner. Wir haben uns einfach mal. Ich hoffe, dass sie uns jetzt nicht sieht, ey. So, ich glaube, uns hat keiner gesehen. Ich hoffe. Was? Könnte die uns jetzt sehen, mal ehrlich jetzt. Mal ehrlich jetzt. Eine Söldnerlegende, die den Chiton voll hat. Scheiße! Dein Kopfgeld! Okay.
Okay, pass auf, die würde ich gerne irgendwie versuchen zu besiegen. So, zack, 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 zack. So. Und zack. Ich glaube, das war's jetzt. Ob er die Leiche findet? Würde ihn nämlich auch gleich noch mit dem Anschluss jetzt wegziehen. Hier ist nämlich fast keine Wache. So. So, zack, zack. Okay, das mit der Zeitlupe, das gefällt mir irgendwie noch gar nicht so richtig. Giftet, Senna! Olle, Nussi! Oh, hat die sich gerade geheilt? Ich aber auch, meine. Stirb doch endlich! Stirb du doch endlich! Für die Götter! So! Weg ist er. So, gut. Müssen wir wieder nach da hinten. Neuer Söldner entdeckt. Okay. Er ist aber jetzt nicht hier irgendwo, oder? Also ich hoffe es. Kommt der jetzt schon wieder her? Oh, gute. Ja, ein bisschen schnelle Reaktion war jetzt ganz gut gerade. Okay, okay, okay. Okay, da würde ich jetzt nicht ganz runter. Okay. Ich versuche, wie gesagt, immer noch so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erhaschen. So, noch mehr? Nö. Gut. Sokrates hatte recht. Genau das haben wir gebraucht. Okay, sprich mit Sokrates. Das machen wir. Zack. Zack. Ich glaube, dann kommen wir auch aus diesem Gebiet raus, aus diesem gefährlichen Gebiet, ja? Doch sind wir es nicht ganz, aber jetzt. Okay, alles klar. Gut. Oh, Gott sei Dank haben wir das geschafft. Ah, das war schon mal der erste große Schritt. Das war ganz gut. Guten Tag. Ich bin eure Wahrheitsbringerin. Jumping! Ah. So, trifft Sokrates bei der Pnyxo. Pnyxo, wie das ausgesprochen wird. Wie wird das ausgesprochen? Ich glaube Pnyxo, sowas. Keine Ahnung. Das ist schwierig. PN. PNY, das ist schwierig, das auszusprechen, glaube ich. Pnyxo.
Weil jedes Mal dieses K-Laut damit reinkommt irgendwie. So, wir sind gleich da. Die Söldner haben uns Gott sei Dank auch aus dem Weg geräumt, alle beide. Wir mussten uns nicht zu sehr prügeln, also wir haben die Opferzahl minimiert. Oh, Entschuldigung. Gut, du bist hier. Das Volk erwartet bereits meine Ansprache. Dies solltest du zu deinem Vorteil nutzen können. Das habe ich zu klären gefunden. Mytilene ist nur der erste von vielen Orten, die er auslöschen möchte. Mit dem Einfluss, den er über die Polis hat, bekommt er jedes Mal die Zustimmung zum Töten. Dann liegt es an uns, jetzt und hier ihre Meinung zu ändern. Begleitest du mich? Na, aber sicher, ich begleite dich. Ich bin keine Rednerin, aber ja, ich begleite dich. Vielleicht reicht es nicht, vor dem Volk zu reden. Wir müssen ihnen zeigen, warum es falsch ist, Cleon zu folgen. Es überrascht mich, dass du so eine Idee vorschlägst. Ungewöhnliche Zeiten. Waren das nicht deine Worte? Waren sie. Folge meinem Beispiel und tu so, als wärst du einer von Cleons Unterstützern, nicht von mir. Ich tu mein Bestes. Okay. Aber Sokrates, Cleon ist ein Mann des Volkes. Sag mir, wenn du jemanden mit dem Schwert verletzt, bist du dann nicht verantwortlich? Doch. Was, wenn du jemanden anheuerst, um einem anderen zu schaden? Bist du dann auch verantwortlich? Ja. Ja, auch dann wäre ich verantwortlich. Du bist fast schon zu einsichtig und hast absolut recht. Wenn jemand durch irgendetwas zu Schaden kommt und wir irgendwie beteiligt sind, dann sind wir auch verantwortlich. Wir sind uns einig, dass man anderen auch anders schaden kann als mit eigener Hand. So ist es. Dann lass mich dir noch eine Frage stellen. Wem vertraust du? Der Mehrheit oder dem Einzelnen mit mehr Fachwissen? Ich folge dem mit dem Fachwissen. Er weiß es vermutlich besser als ich. Dann hängt deine Entscheidung nur davon ab, was ein anderer sagt. Andere Informationen habe ich nicht. Und wenn er lügt? Folge ich ihn trotzdem weiter? Wer mich anlügt, hat mein Vertrauen nicht verdient. Natürlich nicht. Denn schließlich, wenn er dich einmal angelogen hat, wer sagt, dass er es nicht nochmal tut? Genauso ist es. Ja, da hast du recht. Dann stimmst du also zu, dass jemand, der lügt, kein würdiger Anführer ist? Natürlich. Oh, Athene! Und ihr? Würdet ihr nicht zustimmen, dass man auch für den Schaden, den ein Mittelsmann verursacht, indirekt verantwortlich sein kann? Würdig! Und würdet ihr jemandem folgen, von dem ihr wisst, dass er euch zu seinem Vorteil angelogen hat? Natürlich nicht. Eben. Und aus diesem Grund möchte ich euch bitten und beschwören, hört mich an. Der nämlich, dem ihr momentan folgt, lügt zu seinem eigenen Vorteil. Cleon hat euch angelogen, um eure Zustimmung für den Angriff auf Mytilene zu bekommen. Und wir haben Beweise, dass er es wieder tun wird. Wird dieses Schiff erst in Mytilene sein, hat niemand dort eine Chance zu überleben. Jetzt, da ihr die Wahrheit kennt, könnt ihr eure Entscheidung zurücknehmen. Wir müssen erneut abstimmen. Das Leben dieser Menschen liegt auch in unserer Hand. Das Schiff muss umkehren. Naja, Begeisterung sieht aber anders aus gerade. Das hätte besser laufen können. Ja. Aber auch so, glaube ich, kann das Volk die Beweise, die wir vorgelegt haben, nicht ignorieren. Wir haben nur geredet. Wir haben weit mehr getan. Wir haben mit Beweisen und Argumenten für einen Ausgang gesorgt, der nicht nur Cleon schaden, sondern hoffentlich viele Leben retten wird. Aber reicht das auch? Ich glaube, Cleons Untaten werden sich in Athen herumsprechen. Die Athener lieben ihre Stadt und wofür sie steht. Niemand kann sich wünschen, dass sie fällt. Okay, das war die Quest Wahrheitsfindung. Nice, 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 nice.
So, gut. Die nächste Quest wäre genau das hier, ja? Das war doch das mit dem Schauspieler, glaube ich. Okay, Thespis lebt in Attika. Begibt mich zum Thespis Haus. Machen wir. Guck nochmal ganz kurz, wo ist denn das Thespis da hinten? Okay, da würde ich dann aber... 500 Meter, das kann ich laufen. Da würde ich dann aber denn in der nächsten Folge weitermachen. Ja? Ich denke mal, 20 Minuten ist eine vollkommen moderate Länge, oder? Juti, also das machen wir denn, wie gesagt, in der nächsten Folge. Habt Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten und lasst eine Bewertung da gerne, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Tschüss. The gods have spoken. You shall never leave this island that you call home. You shall never step foot out of your own village to dare and travel the world. You shall live a small, tedious life in the comfort of your home. After all, for every hero, the world needs cowards like yourself. For your entire existence, you shall never have to face danger, to fight for your own life. Nor will you know courage, boldness, or bravery. And in the end, alone, you shall vanish, forgotten for eternity. That is the will of the gods, and your destiny shall be fulfilled.